meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine & Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter. Würde mich riesig freuen. Und jetzt babbel ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Unseren heutigen Fall, den ich mir ausgesucht habe, habe ich tatsächlich schon bei Netflix gesehen letztes Jahr. Da gibt es so eine Miniserie dazu, so eine Mini-Doku. Und als ich jetzt überlegt habe, was ich mit euch besprechen könnte, ist mir dieser wieder eingefallen. Und ich habe beschlossen, mich da dahinter zu klemmen und habe da ein bisschen recherchiert. Unser Fall, The Staircase, der Fall Michael Peterson. Am 9.12.2001 wird in Durham, North Carolina, ein Notruf beim örtlichen Notdienst eingehen. Und am Telefon ist ein hysterisch klingender Mann, der um Hilfe bittet und nach einem Krankenwagen ruft. Denn seine Frau hatte einen Unfall und er hat sie am Fuße der Treppe in deren Haus gefunden. Die Sanitäter und die Polizei werden auch kurze Zeit später am Haus der Petersons eintreffen. Und was sie dort vorfinden, ist ein Bild des Schreckens und sieht auch gar nicht nach einem Treppensturz aus. Denn der Boden ist überströmt mit Blut und das passt schon gar nicht zu einem Szenario eines Treppensturzes. Die am Fuße der Treppe liegende Frau ist Kathleen Peterson, geborene Hand, und wird am 19.02.1943 in Greensboro, North Carolina geboren und wächst dort auch auf. Sie ist eine starke und sehr ehrgeizige Frau und auch die erste Studentin auf der Duke University, die Ingenieurswissenschaften studiert. Sie lernt dort auch ihren späteren ersten Ehemann Fred Atwater kennen, mit dem wird sie heiraten und ihre einzige Tochter Caitlin bekommen. Diese Ehe wird jedoch nicht lange halten aufgrund von Untreue ihres Ehemannes und so lassen die beiden sich scheiden. Es ist eine sehr schwierige Zeit für Kathleen, denn sie muss sich neu orientieren, ist jetzt alleinerziehende Mutter, doch das schafft sie. Und sie findet einen sehr gut bezahlten Job in einem großen kanadischen Konzern und schafft es dort auch bis in den Vorstand. Ende der 80er Jahre wird sie Michael Peterson kennenlernen. Michael Peterson wird am 23. Oktober 1943 in Nashville, Tennessee geboren und wird dort auch aufwachsen, geht später ebenfalls auf die Duke University, um Politikwissenschaften zu studieren. Er ist ein Vietnam-Veteran und heiratet im Jahr 66 seine erste Ehefrau Patricia, mit welcher er nach Deutschland geht, denn sie ist Lehrerin und unterrichtet dort auf der US Air Base Kinder. Die beiden bekommen dort auch ihre beiden Söhne, Clayton und Todd, und adoptieren später auch zwei verwaiste Mädchen, Martha und Margaret. Die beiden werden Deutschland nicht gemeinsam verlassen. Sie werden sich trennen und später auch scheiden lassen. Patricia mit den beiden Söhnen bleibt vorerst in Deutschland zurück und Michael geht mit den beiden Adoptivtöchtern zurück in die USA. Michael ist ein Autor und er verfasst viele Romane. Einer jedoch wird ein Bestseller. Der heißt The Time of War und bringt ihm schlagartig jede Menge Geld ein und auch Ruhm. Und er bekommt sogar eine Kolumne in der lokalen Zeitung in Durham, North Carolina. Mit dem vielen Geld, was er jetzt zur Verfügung hat, kauft er ein riesiges Haus mit einem riesigen Anwesen. Das misst über 900 Quadratmeter und das Haus an sich hat, ist vielmehr eine Mansion und hat über 14 Zimmer. Es ist alles sehr wunderschön und pompös. Der Garten beinhaltet einen Rosengarten und auch ein Pool ist darauf zu finden. Dort zieht er mit beiden Adoptivtöchtern ein und holt dann auch seine leiblichen Söhne zu sich. Ende der 80er Jahre lernen sich Michael und Kathleen schließlich kennen, denn deren Töchter gehen auf eine Schule und sind befreundet. Und die beiden haben sehr viel gemeinsam, denn sie sind beide sehr belesene, studierte, intellektuelle Menschen, die sich für Kunst interessieren, gerne reisen, kulinarisch gut essen und an sich viele Gemeinsamkeiten haben, was eine super Basis für die beiden bildet. Und so beschließen die beiden auch kurze Zeit später gemeinsam als Patchwork-Familie zu Mike zu ziehen, in sein wunderschönes großes Haus. 1996 heiraten die beiden dann auch und sie leben alle ein perfektes Traumleben. Doch dieses Traumleben wird am 9.12.2001 ein Ende finden.
Michael und Kathleen verbringen einen gemütlichen Abend und leihen sich den Film American Sweetheart aus, öffnen eine Flasche Wein. Nach dem Film gehen sie raus auf die Veranda, nehmen eine zweite Flasche Wein mit, um dort den Abend eben ausklingen zu lassen. Kathleen wird zwischenzeitlich an diesem Abend einen Anruf von ihrem Chef bekommen, in dem sie informiert wird über eine anstehende Telefonkonferenz, die sehr kurzfristig am nächsten Morgen stattfinden soll. Und sie muss hierzu noch einige E-Mails verschicken an Mitarbeiter, Arbeitskollegen, um diese auch über diese Telefonkonferenz zu informieren. Und so beschließt sie, etwas früher als Mike schon ins Haus zu gehen, fragt diesen noch, ob sie an seinen PC kann. Und sie beschließt, schon ins Haus zu gehen, diese paar E-Mails zu schreiben und sich bettfertig zu machen. Mike bleibt laut seiner Aussage nach noch etwa 40 Minuten auf der Veranda und beschließt dann ebenfalls ins Haus zu gehen, wo er seine Ehefrau am Fuße der Treppe auffinden wird. Er ruft dann, wie gesagt, den Notruf an. Sein Sohn wird noch vor den Sanitätern da sein. Er findet seinen Vater aufgelöst und schockiert vor und beschließt, erstmal seinen Onkel zu kontaktieren, Michaels Bruder, der nämlich auch Anwalt ist. Und dieser wird seinem Neffen sagen, dass Michael sowie Todd, der Sohn, erstmal nicht mit der Polizei sprechen sollen, denn die beiden werden wohl als Tatverdächtige gelten. Wie gesagt, den Sanitätern und der Polizei fällt direkt auf, dass dort viel zu viel Blut vorzufinden ist. Und nachdem die Spurensicherung fertig ist mit dem Tatort, wird dieser Tatort auch eine andere Geschichte wiedergeben, wie die von Michael. Nicht nur, dass der ganze Boden überströmt ist mit Kathleens Blut, es ist auch an den Wänden und sogar an den 3 Meter hohen Decken sind Spritzer zu finden. Und auch der Autopsiebericht der Gerichtsmedizin wird eine andere Version darlegen. Denn zum einen hatte Kathleen nur 0,07 Promille Alkohol im Blut, was Michaels Aussage auch widerspricht, denn er sagte der Polizei, Kathleen sei stark betrunken gewesen und zudem nahm sie auch noch Valium und deswegen sei sie dann wohl von der Treppe gestürzt. Die Gerichtsmedizin wird jedoch sagen, nein, sie hatte nur 0,07% Promille Alkohol im Blut und zudem hat sie Verletzungen im Gesicht, die nicht direkt zu einem Treppensturz passen. Und als die Gerichtsmedizinerin Deborah Reddish Kathleens Kopf rasieren wird, um diesen auch besser zu untersuchen, wird Schreckliches ans Tageslicht kommen. Denn Kathleen hat 7 große, klaffende Wunden am Kopf. Und der Gerichtsmedizinerin fällt es schwer einzuschätzen, womit ihr das hätte angetan werden können. Noch bevor der Autopsiebericht fertig ist, wird die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen Michael Peterson erheben. Michaels Kinder sind empört und halten natürlich zu ihrem Vater, natürlich seine leiblichen Söhne sowie seine Adoptivtöchter auch. Und auch Kathleens Tochter Caitlin gibt Interviews und in diesen Interviews weint sie und beteuert, dass sie nicht glauben kann, dass Mike so etwas ihrer Mutter antun hätte können. Diese Haltung wird sie jedoch nicht lange beibehalten, denn spätestens als sie den Autopsiebericht liest, ist sie der Überzeugung, dass Michael Peterson, ihr Stiefvater, zu Recht in Untersuchungshaft sitzt. Und auch die Schwester Kathleens wird ihre Meinung ihrem Schwager gegenüber ändern. Sie lassen diese Bilder von ihrer Schwester nicht los und auch diese 7 klaffenden Wunden am Kopf lassen sie nachts nicht schlafen. Und in einer dieser schlaflosen Nächte kommt sie auf eine Idee, womit ihr das hätte angetan werden können. Sie hat eine Idee zur Tatwaffe. Denn vor einigen Jahren schenkte sie ihrer Schwester ein Kaminset, da war auch so ein Schürhaken dabei. Und sie vermutet, dass diese Wunden, diese Verletzungen zu einem Schürhaken passen könnten. Am nächsten Morgen teilt sie dies der Gerichtsmedizinerin mit und für die erscheint das plausibel. Und auch für die Staatsanwaltschaft scheint nun festzustehen, was die Mordwaffe sein könnte. Michael Petersons Haus wird durchsucht und auf den Kopf gestellt, doch der Schürhaken wird nicht gefunden. Jedoch wird Michaels PC konfisziert und da kommt eine ganz andere Seite Michaels ans Tageslicht. Denn auf diesem PC werden mehrere
homosexuelle Erwachsenenfilme gefunden und auch Bildmaterial und Chatverläufe mit Male Escorts, in welchen er sich mit denen zu sexuellen Handlungen verabredet. Michael sagt vorerst aus, dass dies nur zu Recherchezwecken diente, für ein neues Buch, was er zu schreiben begann, revidierte diese Aussage jedoch sehr schnell und sagt, okay, er ist bisexuell, doch Kathleen wüsste davon und die beiden hätten so ein Arrangement miteinander getroffen und es würde ihrer Beziehung nichts antun. Michael Peterson wird nach einem Monat Untersuchungshaft gegen $850.000 Kaution nach Hause entlassen und unter Hausarrest gestellt. Derweil gehen die Ermittlungen weiter und der Staatsanwalt von Durham bekommt einen interessanten Anruf von einer gewissen Margaret Blair, die behauptet, die Tante zu sein, der beiden Adoptivtöchter Michaels, und sie behauptet weiterhin, dass sie interessante Informationen zu diesem Fall hätte. Ich werde jetzt anfangen zu erzählen und wir werden ein bisschen abschweifen von unserem eigentlichen Fall. Okay? Die Story beginnt in Deutschland, Grevenhausen. Elizabeth Radcliffe lebt dort mit ihrem Mann George und ihren beiden Töchtern Martha und Margaret. Und sie ist ebenfalls Lehrerin auf der US Air Base und dort lernt sie eben Michaels erste Ehefrau Patricia kennen. Die beiden freunden sich an und schließlich freunden sich auch Michael und George an und die beiden Familien sind halt gemeinsam unterwegs, verbringen gerne viel Zeit miteinander. 1983 wird dann leider Elizabeths Ehemann George bei einer Militärübung ums Leben kommen und die nun junge Mutter und Witwe ist verzweifelt und am Boden zerstört und die Petersons nehmen sich ihrer aber an und unterstützen sie. Besonders zu Michael hat sie einen guten Draht, der sie vor allem in finanziellen Fragen unterstützt. Denn solche Sachen hat vorher immer Elizabeths Mann übernommen. Am 24.11.1985 wird Elizabeth mit ihren beiden Töchtern bei den Petersons zum Abendessen eingeladen und sie essen zusammen und verbringen noch ein bisschen Zeit miteinander, bis es dann spät wird und Michael eben Elizabeth und die Kinder nach Hause bringt. Am nächsten Morgen um 7.15 Uhr wird das Kindermädchen der Radcliffes das Haus betreten und Elizabeth am Fuße der Treppe in ihrer eigenen Blutlache vorfinden. Nach dem ersten Schock rennt sie zu den Petersons rüber und der Notruf wird gerufen. Die Polizei wird alarmiert. Es wird Elizabeths Tod festgestellt und der Pathologe, der damals da gearbeitet hat, oder der Gerichtsmediziner, der damals die Untersuchungen gemacht hat, der hat seine Arbeit nicht richtig gemacht, wird dann später auch rauskommen. Und somit wird ganz schnell als Todesursache eine Gehirnblutung infolge eines Schlaganfalls als Todesursache eingetragen. Und Elizabeth wird nach Texas gebracht und neben ihrem Mann beigesetzt. In ihrem Testament, welches Elizabeth nach dem Tod ihres Mannes verfasste, überschreibt sie den Petersons das Sorgerecht für die beiden Töchter Martha und Margaret und sie überschreibt ihnen ihr Vermögen. Als der Staatsanwalt das hört, ist er natürlich hellhörig geworden und denkt sich, das kann kein Zufall sein, lässt sich die Akte geben und dort wird er eben rausfinden, dass der Pathologe da ein bisschen Mist gebaut hat damals beim Bericht und dass das Ganze nicht richtig abgelaufen ist. Und so beantragt er die Exhumierung Elizabeth Radcliffes. Hierzu benötigt er jedoch die Zustimmung der beiden leiblichen Töchter Martha und Margaret, die ebenfalls Michaels Stieftöchter sind. Und diese beiden zögern vorerst, willigen jedoch dann ein, betonen aber immer wieder, dass sie dies nur tun, um ihren Stiefvater zu entlasten. Also sie hoffen, dass diese Exhumierung ihrer Mutter Beweise ans Tageslicht bringt, dass Michael unschuldig ist. Am 14.04.2003 wird dann schließlich Elizabeth Radcliffe exhumiert und sie wird von Texas nach North Carolina gebracht, wo sie ebenfalls von der Gerichtsmedizinerin Deborah Reddish untersucht wird. Und bei dieser Untersuchung findet Deborah Reddish ähnliche 7 Kopfverletzungen, wie sie bei Kathleen Peterson vorgefunden worden sind. Am 1. Juli 2003 wird nun schließlich der Gerichtsprozess eröffnet. Und die Staatsanwaltschaft beginnt mit einem starken Eröffnungsplädoyer, in dem sie Michael den Mord an Kathleen vorwerfen. Dieser hätte sie mit einem Schürhaken erschlagen.
aufgrund von Geldnot, denn die beiden, das wurde dann auch später aufgedeckt in den ganzen Ermittlungen, die beiden waren hochverschuldet und lebten quasi nur von ihren Kreditkarten. Michael hat seit mehr als 2,5 Jahren mehr kein eigenes Einkommen mehr gehabt und so lebten sie nur von Kathleens Gehalt. Das soll nun sein erstes Tatmotiv gewesen sein und das zweite Tatmotiv soll eben Michaels Bisexualität gewesen sein und dass Kathleen davon erfahren hat. Die Verteidigung Michaels kontert direkt und sagt, dass nicht mal die Tatwaffe, also die Mordwaffe, gefunden worden ist. Und des Weiteren sagt die Verteidigung, dass Kathleen und Michael ein Arrangement miteinander hatten und es für Kathleen total in Ordnung war, wenn Michael sich mit anderen Männern getroffen hat. Die Staatsanwaltschaft wird dann ihren Blutspurenexperten Duane Deaver in den Zeugenstand rufen. Der erklärt nochmal, was er am Tatort gesehen hat und er erklärt auch seine Experimente, welche er vorgenommen hat, um Michaels Theorie eben zu widerlegen und diesen ganzen Treppensturz zu widerlegen. Das tut er dann auch und er erklärt das Ganze und die Gerichtsmedizinerin Deborah Reddish wird ebenfalls nochmal in den Zeugenstand gerufen und sie wird auch nochmal aussagen, dass Kathleen keinesfalls betrunken gewesen ist und auch, dass ihre ganzen Kopfverletzungen niemals von einem Treppensturz hätten kommen können und sie geht durch Mord, durch stumpfe Gewalteinwirkung aus. Die Verteidigung wird ihren eigenen Blutspurenexperten Henry Lee in den Zeugenstand rufen. Das ist ein sehr renommierter Blutspurenexperte. Ich meine auch, dass der bei O.J. Simpson dabei gewesen wäre. Irgendwie weiß ich jetzt aber nicht genau. Jedenfalls wird Henry Lee, ein renommierter Blutspurenexperte, dort in den Zeugenstand gerufen. Und der legt den ganzen Fall und Sturz Kathleens anders dar. Der sagt nämlich, Kathleen wäre etwas alkoholisiert gewesen, wäre von der Treppe gestürzt, hätte sich versucht aufzurappeln, wäre wieder gestürzt, hätte wieder versucht, sich aufzurappeln. Und das mehrere Male, wodurch die ganzen Kopfverletzungen stammen würden. Und er erklärt, die Blutspritzer, welche an Wänden und an Decken gefunden worden sind, folgendermaßen, sie hätte extern Blut inhaliert und es dann wieder ausgehustet. Und daher würden dann diese ganzen Blutspritzer resultieren. Er macht hierzu auch eine bizarre Veranschaulichung im Gerichtssaal. Er nimmt Ketchup in den Mund und hustet dieses auf ein weißes Tuch aus. Und das soll dann irgendwie beweisen, dass seine Theorie möglich wäre. Nach 54 Tagen, dem bis dato längsten Prozess in North Carolina, wird Michael schließlich von der Jury für schuldig erklärt und zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Während Michael im Gefängnis sitzt, wird die Verteidigung weiter für ihn kämpfen und Anträge stellen für ein Wiedereröffnungsverfahren, doch diese werden immer wieder abgelehnt. Im Jahr 2009 wird ein Anwalt, der bis dato gar nichts mit diesem Fall zu tun hatte, auf diesen Fall aufmerksam, denn der Fall war auch medial, hat etwas Wellen geschlagen, dadurch, dass Michael ein bekannter Autor gewesen ist. Wird ein Anwalt auf diesen Fall aufmerksam und der holt sich die Akte dazu und guckt sich den Autopsiebericht an und auch die Verletzungen und er kommt auf seine ganz eigene Theorie, der Eulentheorie. In dieser Eulentheorie besagt er, dass eine Eule Kathleen attackiert hätte, sie daraufhin ins Haus gelaufen wäre, stark blutend von der Treppe gefallen wäre und schließlich dann an diesen Blutungen erlegen wäre. Petersons Anwälte versuchen, das vor Gericht nochmal als Zweitverfahrensgrund aufzubringen, doch dies wird auch belächelt und abgelehnt. Im Jahr 2010 jedoch wird Duane Deaver, der Blutspurenexperte, der von der Staatsanwaltschaft in den Zeugenstand gerufen worden ist und der diese ganzen Experimente gemacht hat, um Michael Peterson zu belasten, von der FBI entlassen. Aufgrund von falschen Aussagen, die er getätigt hatte in mehreren Prozessen und da wurden auch mehrere Menschen verurteilt aufgrund von seinen verfälschten Ergebnissen. Auch zu seiner Person hat er immer mal wieder falsche Angaben gemacht und war gar nicht so renommiert, wie er sich immer dargestellt hat. Und so wittern Petersons Anwälte die Chance auf ein neues Verfahren. Und diese Chance bekommen sie auch. Im Jahr 2011 wird der Prozess neu beginnen.
Die Anhörungen laufen und Michael Peterson wird gegen 300.000 Euro Kaution und mit einer Fußfessel am 16. Dezember 2011 entlassen. Der tatsächliche Gerichtsprozess wird jedoch auf den 8. Mai 2017 gelegt, zu dem es aber nie kommen wird. Denn vorher schon wird sich Michael auf einen Alford Plea einigen. Ein Alford Plea besagt, dass der Angeklagte sich nicht schuldig bekennen muss. Er jedoch anerkennt, dass die Staatsanwaltschaft genug Beweise hätte, um ihn zu verurteilen. Und diesen Alford Plea geht Michael eben ein. Und da er seine Strafe schon abgesessen hatte, ist er ab dem 7. Februar 2017 ein freier Mann. So, meine Freunde, das war der Fall Michael Peterson. Jetzt noch am Schluss ganz kurz meine Meinung. Ich denke, er war es in beiden Fällen. Er ist ein Mörder. Er ist ein sehr abgebrühter Mensch, meiner Meinung. Und man könnte sich da täuschen, weil es schon ein älterer Mann auch ist. Und er sehr, sehr manipulativ ist. Ich denke, er hat Elizabeth Radcliffe in Deutschland umgebracht. Da denke ich nämlich, dass er eine Affäre mit dieser Frau hatte und sie bestimmt gedroht hatte, seiner Frau Patricia davon zu berichten. Sowas in der Art, denke ich. Und Kathleen hat er ebenso ermordet. Ich denke auch natürlich, ich denke wegen Geld und bestimmt auch, weil sie hinter diese bisexuelle Seite gekommen ist und sich wahrscheinlich trennen wollte und er damit nicht klarkam oder halt ausgeflippt ist und er sie umgebracht hat. Ich hoffe so sehr, dass ich das verständlich für euch erklärt habe, dass ihr mitkommen konntet. Was denkt ihr? Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, subscriben und einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Adios, ciao.